Freigemacht ist der Podcast für alle Human Design Freaks, die bereit sind, sich frei zu machen, sich aus den gesellschaftlichen Konditionierungen zu befreien und radikal ihren eigenen Weg zu gehen. Hey, ich bin Steffi Wilms und seit 2018 in meinem eigenen HD-Experiment und nehme dich hier mit auf meine Reise. Also, drück deinem Verstand das Popcorn in die Hand und übergib deinem Körper das Steuer für dein einzigartiges Leben, weit weg vom Mainstream. Bereit, wenn du es bist. Los geht's. Was machen wir eigentlich mit den Schatten? Wenn wir so im Human Design gucken, dann sehen wir immer unser wahres Selbst und unser Nicht-Selbst. Das ist alles Dualität und das ist eigentlich genau da, wo die Antwort schon wieder liegt. Wir sind duale Wesen. Ohne Licht kein Schatten, ohne Schatten kein Licht. Was sollen wir mit dem Schatten machen? Nein, wir machen ihn nicht weg und wir kämpfen nicht dagegen an und wir müssen ihn nicht auflösen, sondern wir dürfen ihn integrieren. Umarme diese Anteile in dir. Weil solange wir nicht bereit sind, das Not-Self, also den Schatten sozusagen in uns anzunehmen, können wir auch nicht unser ganzes Licht in die Welt strahlen, weil wir immer einen Teil von uns ablehnen wollen, einen Teil von uns nicht bereit sind, auch zu leben. Und alles in unserem Design hat eine Dualität. Alles ist dunkel und hell. Und auch die dunklen Anteile sind Anteile von uns. Und wir müssen nichts dagegen tun, sondern es geht eigentlich nur um Bewusstsein schaffen. Weil diese Anteile in uns, diese Nicht-Selbst-Anteile in uns, sind eigentlich unsere Wegweiser, unsere Hinweise, wann wir vielleicht mal wieder an irgendeiner Stelle falsch abgebogen sind, eine Entscheidung aus dem Verstand getroffen haben und eben nicht aus unserer Autorität, dann sind das im Prinzip genau diese Anteile in uns, die uns sagen, ah, Steffi, das war jetzt nicht so cool, vielleicht gucken wir nochmal, ob es anders geht. Ja, also immer wenn so meine Nicht-Selbststimmen laut werden in mir, und ich meine, das werden sie in mir auch und es wird niemals aufhören. Ich glaube, das ist vielleicht auch sowas, wo wir vielleicht auch endlich aufhören können, gegen was anzukämpfen, wenn wir uns erlauben, es wird nie aufhören. Es ist okay. Diese Stimmen gehören zu dir. Das wird immer offen sein, was in dir offen ist. Das heißt, du wirst dort immer auf Empfang stehen. Du kannst es nicht ausmachen. Das ist immer auf. Und du wirst empfangen und aufgrund dessen wirst du immer Stimmen in dir haben, die versuchen, dich zu beschützen. Es ist ja am Ende des Tages auch eigentlich nur ein Schutz des Verstandes. So, mach das lieber nicht, könnte gefährlich werden, oder mach das lieber nicht, weil damit könntest du wem auf die Füße treten, oder mach das lieber, damit du dich in anderen beweisen kannst. Am Ende des Tages, es sind einfach Dinge, womit der Verstand uns in einer Gesellschaft, die halt sehr homogenisiert ist, schützen möchte. Weil dein Design radikal zu leben bedeutet, anderen Menschen auf die Füße zu treten. Zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je mehr ich mein Design lebe, umso mehr passiert es, dass andere Menschen sich bei mir vor den Kopf gestoßen fühlen. Vor allem Menschen, die eben nichts mit Human Design am Hut haben. Ja, ich meine, ich kann jemandem Human Design erklären, so, mein Sakral hat Nein gesagt, ich weiß gerade nicht. Aber wenn ich jetzt jemand anderem erkläre, dann fragt er, warum nicht? Ich sage, und er sagt, aber warum? Und dann sage ich, weil ich nicht kann. So, und das ist so diese Thematik, was wir ein Stück weit ja auch wieder lernen dürfen, einfach bei uns zu bleiben und einfach zu uns zu stehen. Und es wird natürlich auch etwas auslösen. Und es gehört einfach alles zu uns. Und eben, wie gesagt, diese Schattenanteile, ob das jetzt der Schatten des Generators, die Frustration ist, oder ob das halt aus einem Zentrum des Nicht-Selbst-Thema ist. Und deswegen brauchen wir nichts von uns wegschieben und wir müssen auch nichts gegen nichts ankämpfen. Das Einzige, was wir tun können, ist Bewusstsein schaffen. Bewusstsein schaffen in dem Moment, wenn wir etwas wahrnehmen, wenn wir eine Nicht-Selbststimme in uns wahrnehmen, wenn wir merken, der Verstand wird wieder zu laut. Und ich finde, das wichtigste Tool, was ihr habt, um bei euch wieder zu bleiben und um ein Stück weit, um diesen Schatten auch integrieren zu können und euch nicht darin zu verlieren, ist immer Aurazeit. Punkt. Tritt aus der Aura anderer Menschen. Weil erst dann kannst du wirklich erkennen, was da in dir passiert ist. Erst dann kannst du den Schatten wirklich sehen. Solange wie du in der Aura anderer Menschen bist, wirst du immer auch die anderen mit wahrnehmen. Und es wird sich immer vermischen und es wird immer unsicher sein. Geh raus aus der Aura. Und komm wieder an bei dir. Und das ist auch das, was ich so beobachte. Viele, die ins Human Design eintauchen, brauchen viel Zeit für sich. Und das ist auch wichtig. Aber die Angst ist natürlich groß, sich diese Zeit für sich zu nehmen, gerade wenn man Familie hat. Wie vielen Menschen stoßen wir dann vor den Kopf so? Aber ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich brauche Zeit für mich. Aber es ist so wichtig, um uns überhaupt wieder wahrnehmen zu können, überhaupt zu erkennen, wir sind zutiefst konditioniert.
Wir haben über so viele Jahrzehnte fremde Energien in uns aufgenommen und abgespeichert. Und dann ist es so aus meiner Erfahrung, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es negative Anteile sind in mir, meine Schatten. Ich liebe meine Schatten genauso wie meine Lichtseiten. Für mich ist es jetzt an dem Punkt, wo ich bin, gar keine Frage mehr danach, ob ich irgendwas in mir auflösen muss. Es ist eher die Frage danach, wie kann ich mich noch mehr selber leben. Das war's auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Dabeisein und vor allem dafür, dass du bereit bist, deine Einzigartigkeit zum Leuchten zu bringen. Ich freue mich, wenn wir uns auch auf anderen Wegen connecten. Folge mir also gerne auf Instagram unter Steffi Lives Her Design oder komm in meinen Human Design Telegram-Kanal. Alle Links findest du in den Shownotes unter dieser Folge und immer dran denken, bei Risiken und Nebenwirkungen folge deiner Strategie und Autorität. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Steffi. Thank you.